Meine Damen und Herren, da kommen wir jetzt nochmal erneut zu WWE 23 zum Showcase. Diesmal der PS5-Version. Ach Gott, wie gesagt, wir haben jetzt heute Dienstag, den 13. Februar 2019, wo ich das hier aufzeichne. Ich dachte, die PS4-Version. I've done my fair share of celebrating, but many times I've faced the agony of defeat. No one who has dedicated their entire life to WWE has been able to remain undefeated. But those words, that mantra to always try to be better, has reminded me to never give up. And in the end, I think I did all right. So while I'm honored that the good folks at 2K selected me to be their focus for the WWE 2K23 showcase, I was hoping to share some of that spotlight. Some of the best superstars I've ever stood across a ring from on a number of very special nights. So, we prepared a list. During this time, we're gonna relive the nights where these fine and sometimes not so fine superstars managed to get the better of me. Maybe there was some underhandedness, and maybe some rules were broken, and maybe simply I just wasn't the best superstar in the ring then. Regardless, through all these setbacks, I'd have to remind myself, never give up. These superstars and legends help tell the story of not only my career, but of the WWE for the last 20 years. And they deserve as much recognition and celebration as I've received for any of my accomplishments. They managed to defeat me at the highest levels on the biggest stages. So now, with you stepping into their shoes, I'm looking to get those wins back. You can do your best and try to follow the objectives, but I think it'll take me roughly 5 moves to have you staring up at the lights. So are you good enough to follow in their footsteps? Can you keep from receiving an attitude adjustment? Can you even see me? Because while these superstars are proven greats, and while you may be, I think only one thing is true. You can't beat me! Ja, und zwar, wie gesagt, die PS4-Version haben wir ja schon durch. Es hört natürlich hier die Musik, ihr natürlich nicht.
Und es kann natürlich sein, dass für euch, sofern ihr die PSP-Version gesehen habt, einiges von YouTube-Seiten rausgeschnitten wird. Also so wundert euch nicht, wenn ich jetzt für manche Videos 20, 30 Minuten brauche und ihr dann nachher im Nachgang vielleicht nur 10, 15 Minuten sieht oder sowas. Das liegt dann daran, dass YouTube das dann dementsprechend nachträglich rausschneidet. Rob Van Dam, Mr. Monday Night, the whole effing show. Rob is an individual that showcased athletic ability and at the same time introduced the audience of sports entertainment to the word extreme. Rob beats to his own drum. His ability is second to none. What he can do in the air and his flexibility, it makes him one of a kind. And I think that theme song fits him very well. Cashing in the money in the bank at One Night Stand. Whew. ECW One Night Stand, and the crowd was the best crowd I've ever performed in front of. Powerhouse that is WWE. It was something I've never experienced after that, and I don't know if I'll ever experience again. Even when it seems like the whole entire world is against you, if there was one fan still rooting for me in that crowd, I was gonna fight for him. And I was gonna fight for anyone cheering me on watching at home. Jetzt muss ich mal gucken.
Wenn du auf dem obersten Turnbuckle stehst, drücke 4 oder X für einen Sprung. Okay, erstmal wieder reinbringen und wieder rauswerfen. So, jetzt muss ich einmal kurz das Ende rauchen und dann geht's weiter. Aber ich bin jetzt schon mal schneller als wie in der PS4-Version. Da hatte ich halt, glaube ich, 30 Minuten gehabt. Etwas über 30 Minuten. Ich bin jetzt bei 15, also fast 16 Minuten. Ja, ihr könnt jetzt dann nachträglich, wenn es auf YouTube ist, dann auch mal sehen, wenn ich sage, ich bin jetzt bei jetzt genau 16 Minuten, dann könnt ihr mal sehen, okay, wie viel wurde nachher auf YouTube-Seiten herausgenommen wegen Urheberrechtsgedünstkack und so weiter, das kann ich nämlich nicht berücksichtigen. Da wissen, dass die Animationsmusik natürlich geklemmt ist, klar. Weil die Zwischensequenz wird geklemmt, ist auch klar, aber dann jemand mache ich jetzt in 1. Und da ich ja direkt auf der Konsole aufzeichne, da wird ja dann die Musik eh nicht aufgezeichnet. Gott sei Dank. Kann ich eigentlich die Musik ausmachen? Also die Musik hört ihr ja so oder so nicht. Weil gesagt, die Musik, die wird ja eh denn ja nicht aufgezeichnet, weil man direkt auf der Konsole aufzeichnet. Man sieht auch, dass ich jetzt, wie gesagt, mit der PS5-Version spiele, sieht auch unten links, wo unten links Kreis steht. Also für zurück. Sieht ja schon, weil die PS4-Version ist ja immer noch farbig gekennzeichnet mit Viereck, lila, Kreis, rot und so weiter. Was bei der PS5 nicht so ist, weil das halt alles nur schwarz-weiß ist. Deswegen, wie gesagt, wundert euch nicht, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt bei 17 Minuten 40 gerade und ihr sagt jetzt, ey, du bist bei 17:14, hast du gerade gesagt, 17:40, 17:45 jetzt. Wir sind aber jetzt gerade bei 15 Minuten, dann wisst ihr ungefähr die Differenz, was YouTube nachher dann nochmal, ich dann über YouTube rausschneiden musste. Dann manche Folgen der PS4-Version wurden sogar gesperrt, nicht weltweit, aber nur in bestimmten Ländern. Und da ich ja gerne in jedem Land das zur Verfügung stellen will, komme ich halt nicht drum herum, manche Sachen dann nachträglich rauszuschreichen. Thank you.
Ja, wir haben World Life. Also ich habe jetzt gerade 3 Trophäen. Ihr seht auch, ihr habt 3 freigeschaltet, eine ist gesperrt. Wander PS4-Version auch. Das heißt aber, dass man sie später freischalten kann. Und an dieser Stelle sage ich danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge.